Leviosa! Mit euch gehe ich irgendwo hin. Die Schuld ist nur über meine Leiche! Zweiglinge! Auf ein Kind losgehen! Holz und Rotwurst kann mich nicht aufrufen. Okay, Doktor. Du kommst. Leviosa! Hey, Doktor! Akir! Oh, das ist nicht gut. Haben wir sie? Nice. Was in aller Welt ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Revelio. Man ist aktuell nirgendwo sicher. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Wer ist Priya? Sie erwähnten jemanden namens Priya. Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin, sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Okay, cool. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Wie außergewöhnlich, ich dachte Merlin sei ein Mythos. Ist Merlin ein Mythos? Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Das klingt mühsam, ja, natürlich faszinierend. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Okay. Dann hole ich die mal. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Na gut. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Bin gespannt. Absolviere die Prüfung Merlins. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Was für Scheiterhaufen?
Ja, wahrscheinlich muss ich die jetzt anzünden, oder? Incendio! Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Es verschwindet einfach. Seltsam. Die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. Ich muss sie in einer gewissen Reihenfolge anzünden. Wie viele sind es? Es sind drei. Wir probieren jetzt diesen. Incendio! Oder ich muss alle auf einmal machen. Und zwar schnell. Oh ja. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Scheint funktioniert zu haben. Das war ja mal nicht schlecht, ey. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Ja. Okay. Die zieht durch. Die ist einfach... What? Die ist legit einfach weg. Gut. Werter Slytherin, Scrope weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fig gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen. Und Sie helfen Scrope. Gehen Sie am Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Aber sagen Sie niemandem etwas. Vor allem nicht Professor Black. Okay. Ein Hauself. Rebellion. Das war schon echt mega cool. Gut, jetzt gucke ich mal hier drüben. Irgendwas ist ja hier, ne? Da gibt es auch Nebenmissionen. Sprechen wir vielleicht erstmal mit der Dame hier vorne. Ja, Kind genannt, ne? Vielleicht schon doch ein bisschen älter. Natürlich. Was kann ich für dich tun? Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley, von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du... Ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Ein Unterwasserabenteuer klingt doch lustig. Ein Tauchausflug in den See klingt eher unangenehm. Ja, es klingt doch lustig. Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Also sie schickt uns eventuell in den sicheren Tod für ein Schmuckstück. Sollte ich deine Familie kennen? Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist.
Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Und was ist ein Astrolabium? Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Ich denke mal drüber nach. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Halben Kilometer? Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ah, na dann. Erinnert mich ein bisschen an Two and a Half Men, an die eine Folge, in der Jake Ballett gelernt hat. Oh mein Gott. Wie cool. Mega sick. Wo er Ballett gelernt hat, um die Lehrerin zu beeindrucken, weil er die so schön fand. Und am Ende auf der Bühne meinte er dann so, dass es keine Frau wäre. Dann ist wieder gegangen. Ach ja. Dann machen wir uns mal auf. Die ganzen Klamotten nass machen hier jetzt. So, angeblich hier vorne soll es ja sein, da ist irgendwas. Das Astrolabium der Familie Pinch Smedley sein. Suchen. Schuluniform mit Tattersall, Karohemd und Krawatte. Ja, die sind safe noch in einem guten Zustand. Garantiert. Was haben wir hier? Einfach mal runtertauchen. Hat er drauf. Klassischer Hexerhut. Hier vorne ist auch nochmal was. Was gibt's dieses Mal? Waldhexerhut. Okay, ich habe gerade Schritte gehört. Das macht mir Angst. Bitte nicht. So, ist es das letzte oder ist es das vorletzte? Himmelblaue Nietenhandschuhe. Also wird es wahrscheinlich sogar das letzte sein. Hier drüben. Und wir finden das Astrolabium und 3 Mega-Power-Tränke. Nice. Sehr gut. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Das schaut auch noch gut aus, oder? Da fährt ein Zug. Tut, tut. Oh Mann. Komm mal raus hier. Da wird sie sich jetzt bestimmt freuen. Noch einmal kommen. Einmal einen Stein noch. Wiiu. Blutegelsaft. Ja, es ist einfach so cool. Ich hoffe, der Tauchgang war nicht so schwierig für dich. Es ging. Hat Spaß gemacht. Wir haben einiges gefunden. Hallo, Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium?
Ja, bitte sehr. Ja, und du kannst es haben, aber nicht umsonst. Ja, und ich behalte es. Alter, was ist dieses Spiel? Ja, bitte sehr. Ja, ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Danke dir. Meerjungfrauenmaske. Ja, die wollte ich haben. Nice. Okay, dann gucken wir uns mal die Sachen an, die wir da hochgeholt haben. Was haben wir denn da schönes? Handbekleidung. Doch, guck mal an. Himmelblaue Nietenhandschuhe, die sind auf jeden Fall besser. Boom. Schon mal ausgerüstet. Dann Hüte haben wir auch ein paar gezogen. Ein bisschen schlechter. Oh ja, der ist besser. Dunkle Schiebermütze. Einmal ausrüsten. Der klassische Hexenhut ist genauso gut und hier der Waldhexerhut ist ein bisschen schlechter. Ui, was ist ein Hut? Ja, wir bleiben natürlich hierbei. So, was haben wir noch? Halt, der Schal. Der ist schlechter. Auch schlechter. Und hier unten legerte Schuluniform mit Schottenmuster. Und das sogar auch nochmal besser. Schuluniform mit Tattersall, Karohemd und Krawatte. Gut. Und dann müssen wir gucken, dass wir das alles wieder verzaubern, dass es wieder gut ausschaut. Dunkle Künste ist noch verzaubert. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich schnell genug gemutet habe. Da musste ich einmal kurz fett niesen. Wenn man es gehört hat, tut es mir leid. So. Herausforderung, da können wir uns was abholen. Kampf. Besiege 10 schwarze Magier. Beschützerumhang aus Drachenhaut. Der schaut gut aus. Was haben wir hier unten? Diese 5 Duellleistungen ab, Offiziersuniform. Ja. Erkundung, 1%. Löse 2 Prüfungen Merlins, mehr Platz für Ausrüstung. Oh, 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 mehr Platz für Ausrüstung. Ja, ja, bitte. Ich höre. Da bin ich jetzt sofort dabei. Okay. Nice. Sehr gut. Jetzt hätten wir hier drüben nochmal eine Nebenquest. Ich würde sagen, da schauen wir mal noch kurz... Alter, das Geräusch immer hat sich auch weggeportet. Ich würde sagen, da schauen wir noch mal kurz rüber, was es da so gibt. Wer bist du denn? Hallihallo. Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. Was ist denn passiert, Arn? Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Renrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut. Selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Das ist natürlich nicht schön. Ist das schon mal passiert? Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen.
Sind Sie Maler? Er hat ja Bilder erwähnt. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Randrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Ich halte mal die Augen offen. Das Zeug kriegst du vielleicht wieder zurück. Ich versuch's. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ach, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Ja, das wird schon. Das kriegen wir hin. Was ist jetzt hier markiert? Hier ist so ein Schatz irgendwie. Ruhe. Korkenzieher, blaugrün. Das ist ein Zauberstabgriff. Sehe ich das richtig? Wer hier wohl wohnt? Ich probe lieber Kessel, als mit Muggeln zu arbeiten. Ich darf da leider nicht rein. Nachdem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Leider war. Alter! War vielleicht ein bisschen heftig. Korkenzieher in Braun. Hier haben wir einen Händler. Hallo. Jalal Semi. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. What? Irgendwelche Gerüchte hier? Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Eine Diebin namens Catherine Haggerty läuft frei herum. Eine Erschwinderin. Sie stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Leute haben genug. Catherine versteckt sich südwestlich der Stadt. Wer sind Sie? Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Was verkaufen Sie denn? Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Da fällt mir nichts mehr ein. Ja, ich schau's mir mal an. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? 100 für 2, oder? Sehe ich das richtig? Ist schon viel. Lorfliegen. Diese Dinger, Blutegel, das können wir halt alles selber sammeln. Der verlangt da richtig viel Geld für. Das können wir einfach am Strand sammeln. Lohnt sich das bei ihm einfach zu verkaufen? Eigentlich schon, ne? Guck mal, Flora Fedora. Den können wir auch mal verkaufen für 60. Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Legere Schuluniform mit Schottenmuster, die kann auch mal weg. Traditioneller Schulumhang, der geht auch. Purpurroter, ja, der Schal, den könnte man halt upgraden, ne? Weil der bringt 200. Baltexer Hut, kann auch mal weg. Das bringt auch nochmal 90. Nochmal 90. Und wir haben sogar was, was noch besser ist. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bestimmt, bestimmt. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Ausrüstung. Wo waren das jetzt, Kacke? War das hier? Nee. Ob hier? Da hatte irgendwas noch einen besseren Wert. Ich hab's genau gesehen. Du, geziemte legere Schuluniform.
Das tatsächlich. Nochmal ein bisschen stärker ausrüsten. Zaubern wir das nochmal. So.